Inselgnome gehen aufs Ganze. Geschrieben und gelesen von Faulenzer. Ich lese jetzt die Kapitel 11 bis 15 und nächstes Mal geht's dann weiter. Wir Gnome ziehen umher, unsere Geldtasche ist leer. Da bleibt uns die Tür zur Herberge verschlossen. Schlafen draußen, da kommt der fiese Ordnungsbeamter und der jagt uns fort in die finstersten Gossen. Weil niemand uns hier leiden kann, sind wir der letzte Dreck, sind der ausgekotzte Auswurf im System. Doch das System ist scheiße und nicht wir und jagen Kopf uns weg, werden wir eben ein bisschen unbequem. Kapitel 11 Sorge um Marie. Sonja und Steff waren pünktlich um 20 Uhr zur Stelle. Nach dem Abendessen der Gnome hatten Quecktu und Noti erst noch klar Schiff machen müssen. Doch das hatten sie in aller Eile und nicht sehr gründlich erledigt. Nun schleppten sie nur zwei große Müllbeutel und eine Kiste Altglas mit sich, die sie über die Landungsbrücke an den Bootssteg zu den beiden Menschen brachten. Während ihres geplanten Inselrundgangs würden sie schon an den örtlichen Müllcontainern vorbeikommen. Es fing schon leicht an, der Abend zu dämmern. Daran merkte Noti, dass der Herbst nahte. Trotzdem war es noch eine angenehme Abendtemperatur bei leichtem Seewind. Ein Rumpeln ließ die Gnomen kurz nach hinten schauen. Der große Hügel auf dem Mitteldeck bewegte sich. Langsam hob er sich an, die Plane rutschte herunter und entblößte einen Drachen. Das grünschimmernde Geschöpf richtete sich zu mächtiger Größe auf. Zwei sehnige, lilane Flügel spannten sich auf und zeigten eine gewaltige Spannweite. Dabei funkelten seine kleinen, lustigen Augen genüsslich. »Hm«, geckerte Stragabunda. »Hach, endlich!« Sie spreizte ihre Flügel noch weiter und steckte ihren langen, schuppigen Hals durch. Eine dicke, goldene Kette baumelte davon herab. »Guten Morgen, Stragabunda«, bellte Noti erfreut und wedelte mit dem Schwanz. »Du bist auch dabei«, rief Sonja lachend. »Offensichtlich«, sagte Steff, und auch er winkte der Drachen zu. »Ihr kennt euch«, fragte Schmunz und sah mit überraschter Miene von der Drachen zu den Menschen. »Hey, na«, zischte Stragabunda den beiden Lotsen zu und zwinkerte. »Ja«, antwortete sie dann Schmunz, »auf dem Weg nach Rügen bin ich mit Schnibula und Käpt'n Ruck an Schleimünde vorbeigekommen. Da sind wir schon einmal in der Giftbude eingekehrt. Der beste Platz ist immer am Tresen, sag ich.« »Da hast du reingepasst in die Kneipe?«, miaute Quecktu überrascht. »Na, die haben draußen ja einen Tisch, wa?«, erklärte die Drachin. »Wir wollten gerade los zur Inselführung«, rief ihr Steff nun zu. »Willst du dir das auch nochmal anhören?« »Nee, sorry«, geckerte Stragabunda, »macht ihr mal, ich muss erst mal ein bisschen rumfliegen.« Sonja schaute ganz mitleidig drein. »Das ist bestimmt voll eng, den ganzen Tag unter der Plane versteckt zu sein, oder?«, fragte sie mitfühlend. »Ach, das geht eigentlich«, winkte die Drachen ab, »ich döse ja eh den ganzen Tag lang, ist mein normaler Rhythmus, zu Hause auf Rügen auch. Da komme ich auch nur nachts raus zum Fliegen, damit die Menschen sich nicht erschrecken. Und die Monsterpartys sind auch immer nachts.« »Habt ihr euch gar nicht erschreckt?«, fragte Quecktu an Sonja und Steff gewandt, »wo ihr euch zum ersten Mal begegnet seid?« »Erschrocken?«, fragte Sonja, »vor so einem lieben Drachen?« Stragabunda strahlte. »Nee, wir waren, glaube ich, alle nur etwas überrascht, dass sie mit auf der Lovis fuhr.« »Stimmt«, lachte Steff auf. »Wir haben hier ja schon einiges gesehen, aber eine Drachen als Schiffspassagier noch nicht.« »Das glaub ich«, bellte Noti. »Ja«, bestätigte Sonja, »Marie vor allem kennt Drachen. Sie macht ja hier unseren kleinen Leuchtturm, und da kommt es schon mal vor, dass sich eines dieser Tiere vom Scheinwerfer angezogen fühlt.« »Stimmt«, miaute Quecktu, nun an Stragabunda gewandt, »du besuchst ja auch Carla Leuchtturmwärterin auf Helgoland manchmal.« »Ja«, geckerte sie mit funkelnden Augen, »meine liebe Freundin Carla, ich freue mich schon so drauf, sie wiederzusehen.«
Marie macht im Moment ja auch nicht mehr wirklich den Leuchtturm, was? Murmelte Steff Sonja zu. Machte diese nur. Sie zog die Mundwinkel zu einer Schnute und schien besorgt zu sein. Ja, gerade zünde ich die Laterne meistens an. Oh, was ist mit Marie? Zischte Stragabunder alarmiert. Tja, murmelte Steff ein wenig hilflos und sah fragend zu Sonja, die sie übernahm. Ach, sie ist nicht so gut drauf gerade, seufzte sie. Schon ganz schön lange nicht, was? Sagte Steff. Ja, nickte Sonja. Oh nee, machte die Drachin, da muss ich aber später auch nach ihr sehen. Ja, mach das mal, ermutigte Sonja, dann freut sie sich. Stragabunda nickte mit ihrem großen Schuppenkopf, dann spreizte sie ihre lila glänzenden Flügel noch einmal richtig durch, worauf das Schiff stark zu schaukeln anfing. Glücklicherweise, so dachte Noti, waren alle Gnome schon von Bord, sonst wäre noch eines ins Wasser gepurzelt. Vielleicht kann ich ihr was von meinem Ausflug mitbringen, geckerte die Drachin entschlossen. Steff lachte. Ausflug im wörtlichen Sinne. Dann erhob sich das wundervolle Fabelwesen in die Nacht. Na dann los, rief Sonja, einmal kräftig ausatmend. Vielleicht wollte sie sich eventuelle Sorgen um Marie abschütteln, dachte Noti. Und sie folgte dem Lotsenpärchen den Bootssteg hinauf auf die Insel. Gleich zu Beginn des Steges gab es glücklicherweise eine Art Geräteschuppen, an dessen Wand drei große Müllcontainer standen. Dort schleuderten Noti und Quecktö sogleich ihre Plastiksäcke hinein. Dabei widerstand sie ihrem Drang, die Tonnen nach Essensresten zu durchsuchen, wie sie das an Supermärkten gemacht hätte. Hier würde es sicher nichts Interessantes zu holen geben. Kapitel 12. 12 Meter ohne Kopf. Ihr Spaziergang über die Lotseninsel Schleimünde führte sie als erstes am Ufer entlang in Richtung des kleinen Leuchtturms, von dem Sonja und Steff erzählt hatten. Mit großen Augen schaute Noti sich um, begierig darauf, jedes Bild des neuen Eilands in sich aufzunehmen. Es war ein besonderer und geheimnisvoller Ort, so viel hatte die Gnomen schon aus Schnibulas Erzählungen verstanden, und ihre ersten Eindrücke bestätigten dies in jeder Weise. Schleimünde war ein kleines, überschaubares Fleckchen, flaches, sumpfiges Land. Unwegsam, dem Wind trotzend, lag es an der äußersten Seite des Fjordes zur Ostsee. Steff ging, gefolgt von Sonja, mit sicherem Schritt voraus. Maries Leuchtturm, den sie zu erreichen suchten, lag nicht auf der Insel, sondern inmitten des Meeres. Er war auf einem Felsen erbaut, der nur durch einen schmalen Wall aus schroff aufgehäuften Steinen mit dem Land verbunden war. Auf ihnen führte ein provisorisch befestigter Weg. Diesen zu betreten kostete Noti einigen Mut, denn der Wind wehte stürmisch und drohte sie fast ins Meer zu pusten. Da staunte die Gnomen über Steff und Sonja, denen das gar nichts auszumachen schien. Auch Schmunz bewegte sich auf sicheren Tatzen. Doch davon abgesehen, dass es auch das Schwerste der Gnome war und als sonst es nicht leicht wegzuwehen, kannte Schmunz sich auch im Klettern gut aus. Noti sah ganz konzentriert auf ihre Pfoten. Schon ein einziger falscher Schritt, ein Abrutschen auf den glatten, nassen Steinen, konnte hier verheerend sein. Zu beiden Seiten schlugen die Wellen an den Felsdamm und weiße Gischt schäumte hoch. Der Leuchtturm stand wirklich ganz schön weit von der Insel entfernt im Meer. Das war wohl auch gut so, überlegte die Gnomen, denn hier auf dem flachen Land konnte er nicht so weit strahlen wie hoch auf der Steilküste Helgolands. Schließlich erreichten sie ihn jedoch alle unbeschadet. Noti atmete erleichtert auf, als sie endlich auf der kleinen kreisrunden Fläche vor seinem Eingang stehen konnte. Hier fühlte sie sich schon ein wenig sicherer. Also das ist Maries Leuchtturm, erklärte Steff überflüssigerweise. Dabei musste er ziemlich doll gegen den Wind anschreien. In einem Halbrund stellten sich die Gnome um die beiden Lotsinnen auf, die wie bei einer Museumsführung ihr Ausstellungsstück zeigten. Noti betrachtete das kleine Seegebäude interessiert. Es hatte nur drei Stockwerke, sofern man das bei einem Turm so nennen konnte, und eine Aussichtskuppel mit Windschutzscheiben war obendrauf. Er war grün und weiß gestreift und lief im Dach zu einer Spitze zu. Niedlich, wuffte Noti, und in Gedanken verglich sie das Türmchen mit seinem mächtigen Gegenstück auf Helgoland. Dort musste Carla Leuchtturmwärterin allerdings auch drin wohnen, während Marie hier im nahen Lotsenhaus residierte.
Mal schauen, ob sie da ist, sagte Sonja stirnrunzelnd, wie als hätte sie Notis Gedanken erraten. Glaubst du? Fragte Steff skeptisch. Sonja drehte sich um und klopfte gegen die Tür. Als keine Reaktion kam, hämmerte sie noch zweimal kräftiger. Bei dem lauten Getöse der See konnte man leises Klopfen bestimmt schnell überhören, dachte Noti, aber niemand öffnete. »Hm«, machte Sonja traurig, »das dachte ich mir, Marie ist nicht da.« »Bestimmt in der Giftbude bei Thomas«, vermutete Steff. »Da ist sie in letzter Zeit aber auch viel zu oft«, stöhnte die Lotsin. »Warum?« miaute Quektu. »Na, sie hat meistens ein bisschen zu viel von dem Gift, Intus«, erklärte Steff mit einem sarkastischen Auflachen. Doch niemand sonst amüsierte sich. Noti dachte daran, wie ihr Freund Schnappdu von seiner alkoholkranken Mutter erzählt hatte. Das war, als sie gerade im Ostseebad Rerik Unterschlupf in einem Bushaltestellen-Wartehäuschen gefunden hatten. Auch Richard Schmunz und Quektu wussten von Schnappdus schwerer Kindheit und so konnten sie wohl Sonja verstehen, die ihrem Mitlotsen in die Seite knuffte. Steff schien seine ganz eigene Art zu haben, mit Problemen umzugehen. Nun lenkte er rasch ab. Lasst uns weitergehen. Die Reisegruppe mir nach, zur nächsten Sehenswürdigkeit. Sonjas langer schwarzer Mantel wehte im Wind, als sie dem Inselführer folgte. Gebückt und vorsichtig wankten sie auf dem Steindamm zurück zur Insel. Hui, Noti war heilfroh, schließlich wieder festen Boden unter den Pfoten zu haben. Man wusste den doch erst richtig zu schätzen, wenn man einmal auf dem Meer war, dachte sie schmunzelnd. Steff spazierte mit ihnen zunächst den kleinen Trampelpfad zurück zum Schiffsanleger. Von da führte der Weg landeinwärts über die feuchten Wiesen der Insel. Schon bald erblickten sie zu ihrer Rechten das alte Lotsenhaus. Es war ein weißes, zweistöckiges Gebäude mit geräumigem Dachstockwerk. Die Tür lag einladend in der Mitte und zu beiden Seiten von ihr hatte jede Etage je zwei Fenster. Auch der Dachboden hatte durch einen süßen Erker nach vorne ein Fenster und zu den Seiten hin sogar zwei. So konnte er sicher auch für wohnliche Räume genutzt werden, überlegte Noti. Bestimmt würden hier des Öfteren einmal Seeleute auf ihren Durchreisen nächtigen. Dies musste auch ein guter Ort sein für alle zwielichtigen Existenzen, die eine Weile lang einmal nicht gefunden werden wollten. Dagegen wirkte das Lotsenhaus freundlich und mit seinen vielen Fenstern hell wie eine Schule. Auf diese Idee hätte man leicht kommen können, wäre da nicht das hölzerne Schild Giftbude über dem Seiteneingang aufgehangen, dazu die Emailletafel Störtebäckerpilz, das Bier der Gerechten. Noti schmunzelte bei dem Blick auf die Biermarke. Die Erzählungen der Menschen über die Piratin Klaus Störtebäcker wichen erheblich von den eigentlichen Begebenheiten ab. Darin, dass die Seeräuberin die Reichen beklaut und den Armen gegeben hat und auch ihrer Crew die Beute zu gleichen Teilen ausgezahlt hatte, waren sich noch Gnome und Menschen einig. Auch, dass sich die Handelsgesellschaft Hanse damals in voller Härte gerecht hatte, konnte nicht abgestritten werden. Klaus Dörte und ihre Piratinnen wurden in einem großen Seegefecht gefasst und in Hamburg zum Tode verurteilt. Doch womit die Menschen nicht gerechnet hatten, war, dass die Kapitänin auch unter Inselgnomen einige Freundinnen hatte. Und diese waren in einer Nacht- und Nebelaktion von Helgoland nach Hamburg geschippert und hatten die Gefangenen befreit. Das natürlich war ein für die Reichen unvorstellbarer Akt der Solidarität und ein Dorn im Auge ihres Hochmuts. Daher verbreiteten sie überall, dass Dörte und ihre Leute alle geköpft worden waren und damit ihre gerechte Strafe erhalten hätten. Bei den wohlhabenden BürgerInnen Hamburgs kam das gut an, obwohl die Hanse in ihrem blutrünstigen Übereifer etwas übertrieben hatte und erzählte, dass Klaus Dörtebäcker noch nach ihrer Hinrichtung 12 Meter ohne Kopf herumgelaufen wäre. So war letztlich selbst bei den Naivesten stets ein leiser Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieser Geschichte geblieben. Kapitel 13 – Die versunkene Burg. »Hier wohnen wir«, erzählte Steff und zeigte auf das Lotsenhaus. »In den Räumen gleich über der Kneipe ist unsere WG und Gästezimmer haben wir auch.« »Schön«, wuffte Noti träumerisch. Sie mochte dieses einsame kleine Häuschen mitten im Meer. »Aber lasst uns erstmal weitergehen«, forderte sie ihr Reiseführer auf. »Wir können noch am Strand entlang zum Moor. Das ist auch interessant.«
Huch, ein Moor, wiederholte Quecktu gespannt. Sonja gab einen angeekelten Laut von sich. Da willst du hin? Rief sie erschrocken. Ich hab meine guten Stulpenstiefel an. Hey, was willst du denn sonst zeigen bei einer Inselführung? Rechtfertigte sich Steff sarkastisch. So groß ist Schleimmünde ja nicht. Außerdem, fügte er verschwörerisch hinzu, steckt der Sumpf voller Geheimnisse. Toll, brummte Schmunz auf, und auch Noti wedelte mit dem Schwanz. Versteckt ihr da euer Gift oder was? Schnatterte Richard. Kommt mit, dann erfahrt ihr's, rief Steff nur. Sonja sah missmutig an ihr glänzendes Schuhwerk hinunter. Macht dir nix draus, versuchte Noti zu trösten. Mit bisschen Schlamm drauf sehen die nur noch piratiger aus. Hm, machte die Lotsin. Und mit einem Seufzer folgte sie der Gruppe. Bei Sturmfluten wird die Insel manchmal ganz unter Wasser gesetzt, erklärte Steff, während er die Gruppe weiter den schmalen Pfad entlang führte. Sie liegt kaum 5 Meter höher als der Wasserspiegel. Da gehört also auch nicht viel zu, dass wir überflutet werden. Krass, was macht ihr denn dann? Hechelte Noti. Dann kriegen wir nasse Füße im Lotsenhaus, antwortete Steff trocken. Ich hab nämlich auch Gummistiefel, die nicht so teuer waren wie meine guten Piratenschuhe hier, ergänzte Sonja mürrisch. Schon waren sie an einem kurzen Sandstrand angekommen. Steff blieb dort stehen, wie bei einem neuen Ausstellungsstück im Museum. Auch hier wirkte es sehr gemütlich, fand Noti. Sie drückte ihre Pfoten in den weichen Sand und betrachtete wohlwollend das wilde Gestrüpp und Gestrauch, was den Strand zur Rechten einrahmte. Er war menschenleer. Und auch tagsüber schien dieser Ort nicht viel von BesucherInnen aufgesucht zu werden. Die ankommenden Seeleute steuerten bestimmt eher geradewegs in die Giftbude, so stellte sich Noti vor. Damit wirkte auch dieser Strand wie eine Abenteuergeschichte entsprungen, vielleicht aus dem Roman »Die Schatzinsel«. Im Gegensatz zu Richard liebte Noti den Trubel der TouristInnen, wie sie ihn zum Beispiel in den Ostseebädern Binz und Kühlungsborn erlebt hatten. Aber dieser Wildnisromantik hier konnte sich ihr Piratenherz auch nicht ganz verschließen. Eine geheimnisvolle Aura umgab die ganze Insel. »Wir gehören hier zum Naturschutzgebiet Schleimmündung«, erklärte Steff nun mit Kennermine. »Früher war die Schlei ein wichtiger Handelsweg Richtung Schleswig. Und unsere Insel hier war der beste Ort, um die Einfahrt zu kontrollieren. Deshalb hat der König im Mittelalter auf Schleimmünde eine Burg bauen lassen, die Oldenburg.« Auch zum Schutz gegen PiratInnen und feindliche Soldaten. Und die Schiffe, die in die Schlei einlaufen wollten, mussten hier einen Zoll bezahlen. Wow, brummte Schmunz, eine richtige Festung auf dieser kleinen Insel? Noti wedelte unwillkürlich mit dem Schwanz bei diesem Gedanken. Solche Geschichten fand auch sie aufregend. Ja, bestätigte Steff und erschien befriedigt über das Interesse seiner Reisegruppe. Burgreste sind immer noch im Sumpf zu finden. Zerbröckelte Mauern, Fundamente und so. Schön versunken in dem ganzen Matsch, ergänzte Sonja trocken. Oh, machte Quecktu mit genüsslichem Schauern, Steff fuhr fort. Im 19. Jahrhundert gab es hier im Fjord einmal besonders niedrigen Wasserstand, und da kamen vom Sumpf im Wasser Reste von einem kreisrunden Turm zum Vorschein, auch ein Stück Mauer und Särge. Särge, wiederholte Noti begeistert. Steff nickte gewichtig. »Der Turm soll früher auch als Gefängnis gedient haben«, erklärte er. »Dann sind das Gräber von Gefangenen«, brummte Schmunz gespannt. »Unglückliche Seelen«, ergänzte Quecktu mit leiser Stimme, »nach endlosen Qualen haben sie ihr Leben zwischen Kerkermauern ausgehaucht.« Noti lief eine Gänsehaut unter ihrem Fell. »Ja«, sagte Steff nun mit belegter Stimme, »so war das wirklich.« Noti merkte, wie Sonja ihrem Freund einen bedeutungsvollen Blick zuwarf. Sie wirkte plötzlich sehr ernst. »Die Sache ist die«, fuhr er fort, während er Sonjas Blick standhielt, als ob er sich mit ihr wortlos rückversichern wollte. »Der Sumpf ist gefährlich. Man muss genau wissen, wo man hintreten kann, und selbst dann ist das nicht sicher. Der Schlick hält euch fest, und dann zieht er euch langsam in die Tiefe, da würdet ihr nie wieder rauskommen.« Kapitel 14 Die Rache der Moorgeister. Die Gnome schauten Steff mit großen Augen an. In den Blicken ihrer GefährtInnen erkannte Noti Wagemut und Abenteuerlust. Sie schienen Steffs Warnung sogar eher als Aufforderung zu verstehen, den spannenden Sumpf zu erkunden. Noti hingegen fühlte sich an das Spukschloss im Ostseebad Kühlungsborn erinnert.
Damals hatte sie es vorgezogen, draußen zu warten, während die anderen in der Nacht dort eingestiegen waren. »Dann würde es uns wie den Burggefangenen gehen«, wisperte Quecktu. »Sie haben auch dort gelitten und sind nie wieder rausgekommen.« »Darum geht's«, sagte Steff ernst. »Ihre Seelen sind voll Unruhe und wildem Hass. Sie wollen nur noch Rache nehmen an ihren Peinigern und ihnen das Gleiche antun, was ihnen widerfahren ist.« »Du meinst«, fragte Schmunz leise. »Geister«, antwortete Sonja für ihn. »Eigentlich sind das ganze arme Wesen«, erklärte sie traurig. »Auch im Tod sind sie noch gefangen und finden keinen Frieden.« Steff hüstelte sarkastisch. »Ja, man könnte fast Mitleid mit ihnen haben, wenn sie uns nicht töten wollten.« »Was, töten?« bellte Noti erschrocken. »Aber wir haben ihnen doch gar nichts getan. Es waren doch nicht wir, die sie eingesperrt haben. Inselgnome finden ja selbst Gefängnisse doof.« »Eben«, schnatterte nun Richard, »und wir lehnen jede Gesellschaftsordnung ab, die Kneste scheinbar braucht.« Kämpferisch ballte es seinen Flügel zur Faust. Auch wenn Richards weiche Federn wenig bedrohlich wirkten, funkelten seine Augen doch voll revolutionärem Ernst. »Tja«, sagte Steff ratlos, und Sonja nickte traurig. »Wer weiß schon, wie Geister denken«, überlegte Sonja, »und ob sie überhaupt noch so denken wie wir.« »Vielleicht«, maunzte Quecktu, »ist ein Geist manchmal nur ein Gedanke, der auf der Erde zurückbleibt, oder ein Gefühl.« »Ja«, stimmte Sonja überrascht zu, wie von einer neuen Erkenntnis erhellt. »Und bei den Moorgeistern der Oldenburg ist es Hass und der Wunsch, Rache zu nehmen.« »Oh«, machte Noti, ihr steckte plötzlich ein dicker Kloß im Hals. Auch ihre Freundinnen blieben sichtlich nicht unbeeindruckt von den Gegebenheiten auf der Lotseninsel, die sich nun vor ihnen enthüllten. Kein Wunder, dass sie so verlassen blieb und kein Tourismusmagnet wurde wie andere Ostseeinseln. Nur Schnibula, die Kapitänin, sah aus, als kamen diese Gruselgeschichten nicht überraschend für sie. Warum nur, schoss es Noti durch den Kopf, hatte sie ihre Crew auf einen so gefährlichen Ort geführt? Konnte das verantwortungsvoll sein? Einen ähnlichen Gedanken musste wohl auch Richard beschäftigen, als es die beiden Lotsinnen fragte, »Ist es da nicht sehr riskant für euch hier zu leben? Die Geister lassen euch doch bestimmt nicht in Ruhe, oder?« »Ja«, brummte Schmunz, »habt ihr da keine Angst, plötzlich angegriffen und in den Sumpf gezogen zu werden?« »Tags kommen die nicht«, erklärte Steff. »Wenn die meinen, rumspuken zu müssen, dann nur nachts komischerweise.« »Geister halt«, quackte Richard achselzuckend. »Aber nachts habt ihr recht«, gab Steff zu, »da müssen wir schon aufpassen.« »Das ist auch für euch wichtig«, mahnte Sonja. »Nach 0 Uhr oder am besten schon früher dürft ihr auf keinen Fall zum Moor gehen. Am besten haltet ihr euch nicht mal in der Nähe auf.« »Darauf ein Quack, Quack, Quack«, schnatterte Richard mit Bestimmtheit, und Noti erkannte, dass ihr Freund es ernst meinte. Auch sie würden keine 10 Pferde um Mitternacht überhaupt nach draußen bekommen. Das war ihr fester Vorsatz. »Was ist mit Strakabunda?« wandte Schmunz ein. »Sie muss den ganzen Tag versteckt auf dem Schiff dösen, da will sie sich's bestimmt nicht nehmen lassen, nachts ihren Ausflug zu machen.« »Ist ja schon weg«, stimmte Noti zu, »und sie kommt oft erst nach Mitternacht zurück. Müssen wir uns da Sorgen machen?« fragte sie die Lotsen. »Das mit den Geistern weiß sie ja alles nicht.« Die beiden Menschen überlegten einen Moment. »Nein, das glaube ich nicht«, beruhigte sie dann Sonja. »Hab noch nie davon gehört, dass Gespenster einen Drachen angegangen sind. Sie scheuen sich vor Licht und Strakabunda könnte zur Not einfach Feuer spucken.« »Das sollten die besser nicht versuchen, ihr dumm zu kommen«, quackte Richard auflachend. »Die kann sich schon helfen, glaub ich.« »Deshalb kommen Gespenster auch nur nachts«, bellte Noti, der plötzlich etwas klar geworden war, »weil sie das Licht fürchten. Das, was wir als Geist sehen, ist ein besonders starker Gedanke oder Gefühl, das unerfüllt auf der Erde zurückgeblieben ist. Und wir kennen ja von uns selbst, dass unsere Gefühle besonders schwer wiegen, wenn es draußen dunkel ist. Morgens kommt es uns dann oft nicht mehr ganz so schlimm vor, worüber wir uns abends Sorgen gemacht haben. Geht mir zumindest manchmal so.« Noti sah zögerlich in die Runde. »Ja, ey, das kenne ich«, meckerte Schnibula. Quecktu schnurrte im genüsslichen Grusel. »Das sind die Geister, die wir schon zu Lebzeiten in uns tragen«, maunzte sie. »Besser, wir kümmern uns gleich um sie, ehe es einmal zu spät sein wird.« »Du meinst, uns mit unseren Ängsten und Wut und so auseinandersetzen?« fiebte Noti interessiert.
Das kann ja nie schaden. Richard klapperte unruhig mit dem Schnabel. Na, bei den Menschen, die da im Burgverlies geschmachtet und was weiß ich noch alles erlebt haben, hätte das wahrscheinlich auch nicht mehr viel gebracht. Ja, bestätigte Noti, das sprengt schon den Rahmen von dem, was man mal ebenso allein bewältigen kann. Und jetzt haben wir die am Hals, fasste Richard zusammen, die Sumpfgeister. Voller Hass und Lust auf Rache. Na toll. Kapitel 15. Die verwunschene Ruine. Aber jetzt willst du wirklich noch zum Moor? Fragte Noti erschrocken, als Steff Anstalten machte, weiterzugehen. Na klar, sagte dieser und zwinkerte der Gnome neckisch zu. Ihr wollt doch die Burgruine sehen, oder? Das Highlight meiner Inselführung. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, gestand Noti verzagt. Aber Schmunz, Richard und Quecto zögerten nicht, ihrem Gastgeber zu folgen. Schnibula, die Kapitänin, schien sich sowieso aus all dem nicht zu machen. Für sie war die Lotseninsel wohl ein alter Hut, und Geistergeschichten gehörten zum täglichen Geschäft einer Seefahrerin so wie das Hissen der Segel. Der kurze Sandstrand endete auch bald in dichtem Gestrüpp. Hier gab es keinen Weg mehr, doch Sonja und Steff schienen zu wissen, wo man sich am leichtesten durch Dornen, Äste und Gestein schlängeln konnte. Noti fühlte sich dabei an ihr erstes Versteck auf Helgoland erinnert. Dort hatten sie mitten in den Felsen der Steilküste gezeltet, verborgen in ebenso unwegsamer Natur. Nun sanken ihre Pfoten in schlammigen Morast. Nicht sehr tief, sie konnte noch laufen, auch wenn es ihr schwer fiel. Wie erst musste es sein, wenn man versehentlich von dem Geheimweg der Lotsen abwich. Zu leicht konnte das passieren, denn um sie herum waren nichts als hohe Sumpfgewächse zu sehen. Alles sah gleich aus, ein dichter, unzugänglicher Dschungel mitten auf der abgelegenen Ostseeinsel. Ein Ort voller Magie und Geheimnisse, so dachte Noti. Sie fühlte eine sonderbare Mischung aus Ehrfurcht und Unbehagen. Es war ihr, als befände sie sich plötzlich in einer anderen Welt, als wäre sie eingenickt und würde sich nun in einem Albtraum wiederfinden. Das, was Noti nun jedoch sah, ließ sie erschrecken. Graue, massive Steine, wie grob gehauene Felsbrocken, trotzten dem Sumpf und den Jahrhunderten. Mitten im tiefsten Dickicht waren sie aufgehäuft zu etwas, was einst eine mächtige Mauer gewesen sein musste. Heute noch hoch wie vier kleine Gnome und so dick wie die Felsen der Untergrundhöhlen Helgolands. Die Festung, die sie einst geschützt hatten, musste unüberwindbar gewesen sein, für alle SeefahrerInnen, die in feindseliger Absicht die Schleimmündung nach Schleswig nehmen wollten. Hoffnungslos aber auch für die Gefangenen, die unglücklich in ihren Kerkern geschmachtet hatten. Das war die Oldenburg. Im Laufe der Zeitalter hatte sich der Sumpf genommen, was ihm zustand. Seestürme und Flutwasser hatten ihr Übriges getan. Die verwitterten Steinwälle, die Noti hier an manchen Stellen zwischen den Pflanzen ausmachen konnte, bildeten keine Räume mehr. Doch konnte die Gnomen so ungefähr erahnen, wie mächtig und furchtbar die Burg einmal gewesen sein musste. Steff und Sonja waren mit ihnen an diesem Ort stehen geblieben. Niemand sagte etwas. Sie sahen sich um und ließen die Stimmung und den Zauber auf sich wirken. Auch in den Gesichtern ihrer Freundinnen las Noti die Ehrfurcht, die auch sie selbst ergriffen hatte. Selbst Schnibula, die Kapitänin, schien der Anblick nicht unberührt zu lassen. Wie lange sie so dastanden, hätte Noti nicht sagen können. Die Zeit schien an diesem Ort ihre eigenen Regeln zu haben, und Notis Empfindungen ließen sich mit den Uhren der Menschen nicht messen. Selbst die drohende Tatsache, dass es nicht Mitternacht werden durfte, hatte die gebannte Gnomin ganz in die Sphäre ihres flauschigen Unterbewussten geschoben. Steff schließlich war es, der das Schweigen durchbrach, und er machte nun nicht mehr den Eindruck eines routinierten Reiseführers, der seine Gruppe nur eine Pause hatte gönnen wollen, um die Spannung zu steigern. Vielmehr wirkte er nun fahrig und unsicher, als er mit dünner Stimme sprach. »Weiter kommen wir nicht rein, in den Sumpf.« »Oh«, maunzte Quecto bedauernd, »können wir nicht auch die restlichen Teile der Burg anschauen?« Noti sah dafür keine Veranlassung. Sie würde einfach froh sein, wieder aus diesem drückenden Dickicht herauszukommen und festen Boden unter den Pfoten zu haben. »Nee, das geht echt nicht«, wehrte Steff dann auch ab. »Allein schon, dass wir bis hierher gekommen sind, ist nur möglich, weil wir ganz genau die Schritte kennen, auf denen uns der Sumpf nicht festhält und einsaugt. Weiter rein sind wir kaum je gegangen und schon gar nicht mit Gästen.
Das wird jetzt nur immer undurchdringlicher da und gefährlicher. Dann können wir ja gar nicht den Turm sehen und die anderen Mauern, miaute Quecktu bedauernd. Ja nun, rief Sonja mit etwas höherer Stimme als sonst, und sie klatschte abschließend in die Hände. Da muss ich meinem Kollegen zustimmen. Hier sind wir ganz am äußeren Anfang der Festungsanlage. Das muss reichen. Sie hatte einen spaßigen Tonfall aufgelegt, der Noti wenig überzeugte. Wisst ihr, es ist so, begann Steff nun zu erzählen. Die toten Seelen aus dem Kerker können uns schon noch gefährlich werden, sind nicht nur so ein paar Schlossgespenster wie bei Harry Potter. Richtig in die Nähe von ihrem Turm und Kerker gehen wir allein schon deshalb nie, um sie nicht zu verärgern. Genau, bekräftigte Sonja achselzuckend, wir lassen die in Ruhe, damit die uns in Ruhe lassen, leben und leben lassen. Die leben doch gar nicht, wandte Richard schalkhaft ein. Ja, lachte Steff trocken auf, und in Ruhe lassen die uns auch nicht. Er machte eine Pause, wie um seinen Zuhörenden Zeit zum Lachen zu geben, aber niemand regte sich. So richtig amüsiert schien Steff selbst nicht zu sein über seinen eigenen Witz. Sonja übernahm nun das Wort mit ernster Miene. Manchmal in Nebelnächten kommen Geister aus dem Sumpf heraus. Wir sind immer wachsam. Einer von uns muss sowieso immer wach bleiben, um den Leuchtturm zu bedienen. Eigentlich macht das Marie, wenn es ihr gut genug geht. Also nie, warf Steff mit traurigem Sarkasmus ein. Doch Noti hing immer noch wie gebannt an Sonjas Lippen, denn sie merkte den Ernst der Erzählung. Wenn wir die Moorgeister hören, rennen wir sofort den Steinwall zum Leuchtturm rauf und verstecken uns ganz oben bei dem Gasstrahler. Den feuern wir dann so richtig stark an, das hält die Gespenster fern. Viele Geister scheuen Licht, murmelte Quecktu wie zu sich selbst. Tja, nun wisst ihr's, seufzte Steff und blickte traurig zu Boden. Doch nicht so ein gemütlicher Ort hier, was? Ein Abenteuer, hauchte Quecktu. Noti sah ihre Freundin überrascht an. Eine mutige Abenteurerin war auch sie allemal, zumindest stellte Noti sich gerne als solche vor. Aber wenn die Abenteuer dann mal da waren, wurde ihr doch ganz schön flau im Magen. Vielleicht gehörte das dazu. Dann seid ihr jetzt wenigstens vorbereitet, sagte Sonja aufmunternd, für den Fall der Fälle. Aber macht euch auch nicht zu viel Sorgen, lenkte Steff ein. Das passiert echt nur mega selten, dass die Moorgeister kommen. Wir haben das hier erst 4-mal erlebt. Und überlebt, ergänzte Sonja mit Betonung auf das Über. So, ihr Lieben, das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und nächstes Mal geht es weiter mit Kapitel 16, Auf Jagd. Bis dahin, tschüss. Lovis und das Schiff fahren mit uns in die Weite, dem Horizont zu, in das Wagnis hinein. Wir sind deine Crew, eine gnomige Meute, und du unser Boot sollst eine Freundin uns sein. Lovis und das Schiff, es erwarten uns Stürme, wer weiß auch noch Seeungeheuer und mehr. Mag dein Buch uns nun schützen vor Wellen, die sich türmen, und wir setzen uns allen Monstern zur Wehr. Lovis, ahoi, ja, wir bleiben dir treu und vertrauen unser Leben dir an. Geh nicht unter im stinkigen, ostigen Bräu, und wir fahren nur mit dir unserm Kahn.